Ein wunderschön, da bin ich mal wieder, euer Odi. Ich muss mir wieder mal den Tadel unten aufrufen, dass ich mir auch selber sehe, dass ich Feedback kriege. Ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial und heute haben wir uns vorgenommen, wir machen jetzt mal Fritzbox. Und zwar, viele kennen bestimmt den alten, muss ich erstmal oben einstellen, hier noch, sieht ja scheiße aus. Viele kennen ja noch den alten Fritzbox NRS, wenn man auf Fritz, Ausrufezeichen NRS gegangen ist, für die Leute, die eine Fritzbox haben natürlich. Und man schön die Daten bequem vom Laptop, vom PC über das Netzwerk auf den angeschlossenen Speicher der Fritzbox, beziehungsweise USB-Stick, Festplatte, wer weiß was, übertragen konnte. Mit dem Update, was jetzt so nach und nach immer mehr gemacht wurde, geht das ja nicht mehr einfach so. Man kann nicht mehr einfach komplett einen ganzen Datensatz kopieren oder mehrere Daten. Geht ja nur noch eine Datei und dann kann man auch keinen Ordner machen, sondern den Ordner muss man selber machen oder wenn man einen vorhandenen Ordner hat, da irgendwas drin schieben. Das geht. In diesem Tutorial möchte ich euch erklären, wie es noch geht, und zwar das NRS als Laufwerk am PC, Laptop einrichten und bequem von dort aus alles hin und her verschieben und Zugriff auf die NRS-Daten zu bekommen. Man hat auch wirklich Daten, also die Daten, die auf dem NRS sind, kann ich am Laptop drauf zugreifen. Wenn man einen Film hat, kann man den gleich gucken. Man braucht den nicht mehr runterladen. Funktioniert ganz super. Ich habe das schon so ein bisschen getestet. Und damit wollen wir jetzt einfach mal anfangen. Und zwar habe ich mir hier erstmal einen USB-Stick, der war eben noch dran, vorbereitet am Laptop, damit ihr das seht. Oh, jetzt gehen wir mal hier oben auf. Das ist schon meine andere Fritzbox. So, wir machen es jetzt an einer, wir machen es jetzt an einer anderen. So, und hier ist mein Speicher. So, ihr seht hier die Ordner. Und dort werden wir jetzt mal noch keinen neuen Ordner anlegen. Ihr seht nur Brockrug, Daniel, neue Ordner, Programme und PS3. Mehr ist dort nicht drauf. Wichtig ist, ich zeige euch mal Daniel. Da haben wir hier, was ist denn das für ein Scheiß? Das gehört da aber nicht hin. Mal schnell noch verschieben, wegen der Übersichtlichkeit. Wo haben wir den denn jetzt? Und ich hatte so schön vorbereitet. So, und weg. So, und hier sind meine Bilder drin. Ich habe hier mal ein paar Bilder aufgemacht. Und die anderen Ordner interessieren uns eigentlich jetzt nicht. So. Ich werde jetzt den Stick mal an meine Fritzbox anschließen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, der Stick ist jetzt dran. Jetzt rufen wir uns einfach Firefox auf. Gehen auf Fritz. Box. Mein Passwort ist logischerweise schon drin. So. Und bin ich jetzt auf der richtigen? Ja, ein Speichergerät. Internet habe ich. Internet geht auch direkt ran. Gut. Also die Daten werde ich dann natürlich ein bisschen hier hinten wegmachen und so. Meine Rufnummern auch. Aber mir kommt es darauf an, dass ich mit dem Internet verbunden bin. Und dass ich auch sehe, wie viel Internet ich habe, weil die zweite Fritzbox ist nur als Repeater angeklemmt. Und da sehe ich dann nicht, wie viel ich Internetleistung habe. Also funktioniert das. So, dann gehen wir auf System. Ansicht. Ich habe es hier schon gemacht. Erweiterte Ansicht. Also wie gesagt, einfach auf System. Ansicht. Erweiterte Ansicht ist immer am besten. So. Heimnetzwerk. Ja, genau. Heimnetzwerk. Und dann USB-Geräte. Und dort sehen wir jetzt den Flash-Speicher. Jetzt drücken wir auf Aktualisieren. Der ist auch im, was für ein Format? Ja, FAT-Format, weil den nehme ich ab und zu mal, oder habe ich ab und zu mal benutzt, um mir Speicherstände auf der, von der Playse zu sichern, bevor ich Plus-Mitglied war. Hat er das jetzt schon? Hat er. So, dann gehen wir um auf Speicher NRS.
hat er aber doch nicht erstellt. So. So. Jetzt müsste eigentlich das erstellen, müsste auch rucki-zucki gehen, weil der ja nicht so groß ist. Aktualisieren. Müsste eigentlich machen. Öffnen wir einfach mal mit den Fritzbox NS. Einfach normal raufklicken. Ich mache meistens halt rechte Maustaste und Link im neuen Tab. So. Hat dann natürlich nicht. Dann drücken wir einfach oben mal einmal aktualisieren. Und dann steht hier Indexierung läuft. Hier weg auf jeden Fall mal den Internetspeicher, Online-Speicher. Achso, jetzt arbeitet er erst wieder. Weil ich brauche kein Internet und kein Online-Speicher. Jetzt wird die Fritzbox neu gestartet. Wieso startet ja die Fritzbox jetzt neu? Welche Fritzbox? Achso. So, da bin ich. Die Fritzbox hat neuen Start gemacht. Neustart gemacht? Neuen. Neustart gemacht. Und ich bin verbunden mit der SL. Da wo ich auch hin will. Speichern. Laden. Sicher. So, ich bin mit dem Internet verbunden. Ich habe DSL. So, wir gehen wieder auf Heimnetzwerk. Wo muss ich denn jetzt das Passwort schon hier eingeben? Ist ja doof. So, Heimnetzwerk auf USB-Speicher. Und wir gehen auf Fritz NAS. Also oben, der blaue. So. Ja. Gibt 115 Gigabyte bei 1 und 1, wusste ich gar nicht. Okay. So, und jetzt seht ihr hier, ist erstellt. Das ist wichtig. Jetzt zeigt mir natürlich hier zwei Partitionen an. Irgendwas ist hier auf dem Stick noch mit ein paar KB. Keine Ahnung. Obwohl ich den schon 20.000 Mal formatiert habe. Soll uns nicht wirklich interessieren. Also es geht auch, wie ihr seht, mit Festplatten, wenn ihr zwei Partitionen habt. Müsst ihr dann einzeln separat erstellen, aber es geht. So, und jetzt seht ihr hier Flash Drive. Da gehen wir rauf. So. Und jetzt zeigt er mir natürlich noch nicht alle Ordner an. Der zeigt mir den Fritz-Ordner an, den hat er neu angelegt. Weil ist ja ein neues Speichermedium. Und dann hat er, zeige ich euch das mal, wenn er das öffnet, da haut er nämlich die so Art Textdokument und so rein und merkt sich praktisch Sachen, was auf eurem Stick ist, damit er schneller laden kann. Macht er natürlich gerade nicht, braucht ewig. Will aber nicht jetzt den Online-Speicher übernehmen. Vielleicht jetzt dann was schneller ohne Online-Speicher. Wird aktualisiert, nicht erstellt. Indexierung läuft immer noch. Aber hier seht ihr jetzt schon mal, es hat er jetzt gearbeitet. Wir haben denn hier einen Media Box Ordner. Gehen wir da auch mal rein. Dauert wieder ewig. Also nicht wundern, wenn je nachdem, wie groß eure Festplatte oder Stick ist, was ihr da anschließt, kann die Indexierung schon ganz schön lange dauern. Da kann der Crazy Freak, der hat ja seine Festplatte, wo er halt
seine Aufnahmen drauf hat und sich ab und zu mal anguckt, hat er ja auch am Fritz NRS und da kann er ein Lied von singen. Das hat ewig gedauert. Und der Klüger nur eine 500 Gigabyte. So, jetzt sehen wir hier, der Ordner ist leer. Gehen wir wieder zurück, einmal oben draufklicken. Aber noch den WebDwarf-Ordner, da ist ein Change. Da müsste, glaube ich, die nochmal ein Ordner. Und da ist dann halt die Index, also sind zwei Index-Dateien. Und da wird dann halt gespeichert, was auf eurer Festplatte Stick drauf ist, in welchen Ordner das ist, welche Ordner ihr überhaupt habt und hast du nicht gesehen. So, jetzt ist er fertig. Indexierung hier oben ist weg. Ich kann nochmal aktualisieren, dass man sieht, hier kommt keine Indexierung. Braukuck, Daniel, Fritzbox ist wie gesagt der neu angelegte Ordner. Neuer Ordner, Programme, PS3. Nun haben wir früher, wenn wir jetzt mal auf Daniel gehen, hier sieht man dann die Bilder. Wir hätten mehr Bilder. Okay. Hat man früher einfach links und rechts hat man so ein Feld gehabt, dann konnte man einfach Sachen hinverschieben. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt natürlich sagen will, hier auf den Pfeil drauf machen, ne, vom Medium kopieren, wieso kann ich mir nicht drauf machen? Habe ich den Kopier geschützt? Eigentlich nicht. So, jedenfalls durchsuchen. Und dann kann ich jetzt sagen, wo die Bilder hin sollen. Normalerweise ging eigentlich auch mal drauf machen, aber das kann sein, dass jetzt, weil er fast komplett belastet ist, das kann natürlich auch sein, dass jetzt so ein Schutz ist. So. Und so hat man es früher gemacht. Und früher konnte man auch mehrere Sachen, kann ich euch mal zeigen, machen wir das kleiner. Und dann hat man zum Beispiel, wenn man jetzt hier Ordner hatte mit Bildern, hat man einfach alle Ordner markiert und dann hat man hier die rüber geschoben. Ja, wieso standen jetzt verschieden? Können wir ja mal testen. Android. Achso, Entschuldigung. So, dann hat man die einfach alle markiert und hat auf den Ordner gemacht für in Fritzbox NRS kopieren. Und dann hat er alle Sachen in den Ordner, wo man wollte, gemacht. Geht jetzt nicht mehr. Jetzt kann man nur noch einzelne Dateien zum Beispiel rüberschieben. Ach nee, dann zeigt er wieder das Bild an. Dafür muss man hier eigentlich den Button drücken. Und da kann man nur eine einzelne Datei, ein einzelnes Bild, ein einzelnes Lied, einen einzelnen Film. Es geht kein Ordner. Geht nicht mehr. Es geht auch nicht mehrere Ordner. Dafür machen wir jetzt, machen wir erstmal nach unten. Ich habe kein Internet. Warum habe ich kein Internet? Ich habe doch Internet. Ist ja doof. So, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz Pause machen. So, ja da. Hab doch Internet. Jetzt ist so eine Frage. Nee, muss man nicht verstehen. So. Und hier unten seht ihr praktisch Fritz NRS. Den habe ich mir schon eingerichtet. Da fragt er jetzt nach Benutzernamen und Kennwort. Das habe ich extra so gemacht. Also beziehungsweise nicht gemacht, aber das ist, weil ich auf der Fritzbox jetzt nicht angeschlossen bin. Das ist genau wie hier oben. Wenn ich auf Computer gehe, das ist mein Computer eigentlich da oben. Da will er gar nicht hin. So. Und hier sagt er, kann er nicht drauf zugreifen. So. Und jetzt machen wir einfach mal den Android-Ordner. Kopieren wir uns mal hier unten hin. So. Jetzt gehen wir unten hier rauf und geben in dieses Suchfeld, ich habe mir schon stichpunktartig vorgeschrieben, dass ich euch auch nicht vergesse, kopieren, geben wir in das Suchfeld //fritz.box ein. Und hier oben erscheint schon fritz.box. Dort gehen wir rauf. Ne, da gehen wir nicht rauf. Nein, wir gehen da nur fritz.box. So. Achso, kann auch sein, dass er mich jetzt hier nach Kennwort und Namen fragt. Das kommt ab und zu mal vor beim Einrichten, muss aber nicht immer vorkommen. Ich habe aber gar kein Kennwort. Achso, ja. Kennwort habe ich ja gar nicht. Glaube ich, oder? Habe ich ein Kennwort?
Wartet mal, Leute. Ich hab das bis jetzt nie mit Passwort gemacht. So. Ich hab ganz vergessen. Bin ja ein Trottel. Das kann ja so noch gar nicht gehen. Ich habe meine Fritzbox noch gar nicht eingerichtet. Weil ich habe vorhin meine Fritzbox auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Dann kann das so auch gar nicht funktionieren. Ich habe das ja extra gemacht, um euch das alle zu zeigen, ich Trottel. So, da gehen wir hier wieder auf fritz.box im Browser oben einfach eingeben, auf System und dort auf Fritzbox Kennwort. So, jetzt steht hier ein Kennwort, Anmeldung mit Box Kennwort und wir wollen Benutzer und Kennwort. Das müssen wir erstmal hier oben einstellen. Fritzbox Benutzer. So, jetzt wollen wir das einfach mal hier aktualisieren. Dann nennen wir jetzt einfach mal Odin 81 und Kennwort ist auch Odin 81. Zugang auch aus dem Internet erlauben wollen wir nicht. Fritzbox konfigurieren wollen wir alles nicht. Wir wollen das nur speichern. Wollen wir ihn speichern? So. Okay. Jetzt rattert die Fritzbox. Und jetzt haben wir hier einen Benutzer angelegt. Jetzt gehen wir hier vorne auf Anmelden. Und jetzt steht hier natürlich nur noch ein paar Sterne drin, aber das ist ganz logisch. Und jetzt gehen wir hier einfach unten. Weil Odin 81 hatte ich ja schon eingegeben für Testzwecke. So, jetzt gehen wir als Passwort auch Odin 81 ein. Diagnose. So, jetzt macht er eine Diagnose. Ist zusätzlich hier durchführen. Ja, meiner macht momentan echt Probleme. So, jetzt gucken wir einfach nochmal, was jetzt passiert. Will er nicht? Wieso will er nicht? Augenblick, ich lasse erstmal die Diagnose durchlaufen. So, jetzt hat er das auch gemacht. Und zwar hatte ich vergessen, die Haken zu machen. Also, ich zeige euch das nochmal bei Fritzbox Benutzer. So, und zwar diese Haken müssen rein, dass der das auch macht. So, und jetzt müsst ihr das endlich mal machen. Er ist halt nur meine Neben-Fritzbox. Da kommt halt nur Internet an. Die Haupt-Fritzbox ist im Wohnzimmer. Das ist schon ewig her, dass ich das mal eingerichtet habe. So. Aber da hat es jetzt geklappt. Ich mache das nochmal. Unten Windows. Einfügen. //fritz.box. Okay. Und dann kommen wir in dieses Feld. Das könnt ihr euch natürlich einfach sagen, Verknüpfung erstellen. Bumm. Und dann haben wir es hier. Da gehen wir Doppelklick drauf. Speicher 2. Achso, das ist diese komische Datei. Okay, gut. Speicher 1 und hier sind die Ordner, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und ihr könnt da auch drauf zugreifen und könnt da Bild gucken. So, jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. So ist ja ein bisschen blöd, wenn man da unten extra nochmal ein Icon haben muss und so. Wir gehen jetzt einfach auf, wenn ihr eine Partition habt, also es müsste eigentlich so auch gehen, wenn wir gleich mal testen. Also ihr geht praktisch, ich zeige euch das nochmal, auf diesen Fritz NRS dann rauf und dann markiert ihr euch entweder oben den kompletten Link, also einfach mal reinklicken, oder wenn ihr eine Partition habt, wo ihr nur eine Partition von immer drauf zugreifen wollt, geht ihr darauf und kopiert diesen Link. Wir wollen natürlich jetzt alles haben, also gehen wir oben in die Adresszeile, einfach linke Maustaste, dann ist alles blau markiert, Rechtsklick. Kopieren. Dann können wir jetzt schließen. Dann gehen wir auf Computer. Also ich habe ihn hier oben. Für die, die den nicht da oben haben, Windows bei Computer und dann kommt der hoch. So, hier unten ist von meiner alten Fritzbox.
Also er ist eigentlich meine alte, aber meine Hauptfritzbox. Und jetzt wollen wir da noch eins dazufügen. Wir gehen oben, ihr seht hier die ganzen Registerkarten, gehen wir hier oben auf Netzwerkfreigabe oder Freigabe hin. Und jetzt suchen wir uns erstmal einen Netzwerkbuchstaben aus und wir nehmen Z. So, dort geben wir dann den ganzen langen Satz ein, beziehungsweise Schlüssel, den wir oben kopiert haben. Slash slash fritz.box slash und dann fritz.ns. Wenn man jetzt ein anderes Medium hat, dann halt, wenn man direkt auf die Festplatte zugreifen will, dann natürlich anders, das zeige ich gleich. Fertigstellen. So. Bumm. Und schon haben wir hier, er öffnet es auch gleich. Ich kann es auch nochmal komplett machen. So, Computer. Und hier unten haben wir jetzt fritz.ns. Wenn wir da drauf drücken, kommen wir auf diese beiden Fritzbox. Fritz-Speicher. So. Jetzt wollen wir aber nur direkt auf diesen. Ich habe keinen Bock immer auf alle Partitionen zuzugreifen, weil kopieren. Da ist ja sowieso nichts. Da ist eh eine Datei drin und das ist irgendwie für einen Stick oder so. Ist ja lachhaft. So. Jetzt gehen wir auf Netzwerkverbindungen. Können jetzt global bearbeiten. Eigenschaften. Oder dann machen wir einfach ein neues. So, ist mir jetzt auch zu viel. Wir nehmen jetzt Y, geben den ganzen Stick ein. Jetzt sagt er erstmal wieder, ey, da ist ein Fehler aufgetreten, du besitzt so ein Teil schon. So, jetzt Probleme mit Z. So, wir nehmen einfach Z. Und räumen das neue ein. Ja. Meine Fresse. So, jetzt ist Z raus. Verbindung. So, fertigstellen. Zusätzlich. Jetzt will er wieder das nicht einfügen. Aber normalerweise geht das. Ach so, ich habe ja falsch kopiert. Ich habe falsch kopiert, deswegen geht das nicht. Ich Trottel. So, wir brauchen ja fritz.rns und das alles mit Doppelpunkt und so. Das brauchen wir. Kopieren. Einfügen. Z. Das ist ja besonders. Ist mir da. Wieso machst du denn das jetzt nicht? Also beim Testen hatte ich nicht so viele Probleme. Achso, der hat wieder das Z. Ist der doof? Kopieren. Jetzt hole ich mir jetzt mal mein Textdokument auf und teste das mal. Einfügen. Ja, hat er da drin. So wie es wohl. So. Freigeben. Kennwort. Und normalerweise sagt er das dann halt nicht an. So. Und hier kommen wir natürlich dann zu den beiden. So, und jetzt gehe ich hier nochmal drauf, gehe auf den und kopiere mir den kompletten langen Link. Kopieren. Fritzbox. So, jetzt nehmen wir Y. Jetzt habe ich, seht ihr hier, der Link ist schon was länger. So. Und wir kommen gleich drauf. Und jetzt habe ich natürlich zwei Medien, also zwei Festplatten hier sozusagen angeschlossen. Und zwar einmal Fritz Box C und einmal Y. C, Z. Z ist natürlich beide. Und hier ist nur. Ist auch beide? Wieso beide? Nee. Z ist nur einer, wo ich dann halt direkt auf den einen komme und Y ist beide. Hier steht bei Y, könnt ihr natürlich auch sehen, wie viel freien Speicher ihr habt, weil ihr direkt auf den drauf zugreift. Und wenn ihr in dem Ordner drinne seid, steht das natürlich nicht da, weil ihr seid ja in dem Stick sozusagen schon drinne. Deswegen steht das dann nicht da. So, jetzt testen wir das einfach mal. Wir gehen hier drauf und ich habe hier oben unten einen Android-Ordner vorgemacht von meinem vorbereitet von meinem Tutorial.
So, jetzt können wir da einfach mal. Ach, wir schieben einfach mal den kompletten Android-Ordner hoch. Wir gucken erstmal, wie groß der ist. Copy. Augenblick, mein Kater. So. Ich hab den mal gerufen, jetzt ist er hier neben mir. Hoffen wir, dass er mal ein bisschen Ruhe gibt. Ja, dich meine ich. Und jetzt kopieren wir einfach mal den kompletten Android-Ordner und schieben den hier oben einfach mal rein. So, bumm. Ihr seht genauso schnell, wie als wenn ihr das am PC macht. So, und wir haben hier natürlich die ganzen Android-Bilder. Ich hole gleich den Stick wieder ran hier und zeige euch das. So, jetzt haben wir natürlich nur Bilder gemacht. Jetzt gucken wir mal. Das ist die Thumbnail. So, wie groß ist denn der? Eigenschaften. 100 MB. Eigenschaften. 1,5 MB. Nehmen wir mal da meinen Film. 100 MB, genau. Den nehmen wir jetzt. Übertragen wir mal. Erstmal gucken, ob ich 100 MB noch frei habe. Ja, habe ich noch frei, oder? Eigenschaften. Das ist auch das Gute, man kann auch gleich die Eigenschaften angucken. 700 MB ist frei. Gut. Und dann schieben wir einfach mal den Film hier rein. Zack. Dann 100 MB. Es läuft definitiv wesentlich schneller als über den alten NRS. Ihr seht es ja, nicht ganz so schnell wie, als wenn es ein richtiges Laufwerk ist. Das ist logisch. Aber wir können halt mehrere Dateien verschieben, einfach so. Wir können vom PC aus gleich direkt drauf zugreifen, brauchen nicht irgendwie einen Browser oder sonst irgendwas. Der macht rucki zucki das. Relativ rucki zucki. Aber es geht schon. Dann zeige ich euch gleich noch einen Vorteil. Wenn der jetzt soweit fertig ist. So, ihr seht jetzt hier schon meinen Film, den ich von hier oben auf den Stick verschoben habe. Und früher im alten NRS war es jedenfalls so, ihr konntet den Film nicht direkt gucken. Jetzt gehe ich einfach über diese Methode darauf und sage einfach Doppelklick und der Film startet. Gut, das ist jetzt nicht wundern, das ist das XMB von meiner Blaze, wo ich halt aufgenommen habe. Wo ich den Fehlercode hatte. So, ich habe ein bisschen gespult, geht auch alles einwandfrei. So, jetzt werde ich den Stick mal holen. Moment. So, da bin ich. Und hier ist er. Den schließen wir jetzt hier an. Na, kennt das Loch nicht. Jetzt. Computer. Jetzt sagt er natürlich hier an. Ist leer. Z ein Online-Speicher? Achso, denn ist Z ein Online-Speicher? Keine Ahnung. Und jetzt sagt er hier an, gibt's nicht. Weil jetzt ist er ja da. Und da ist der Film. Kann auch mal ein bisschen spulen. So, läuft einmal frei. Töne sind oder. So, wo haben wir den Android-Ordner? So, der war ja bei Daniel, glaube ich, drin, war. Nee, habe ich den? Achso, da oben ist er. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, jetzt können wir da anklicken und können die Bilder durchklicken hier. Ohne Probleme hat er die Bilder drauf gemacht. Es hat funktioniert. So, jetzt melde ich mich erstmal wieder auf meiner Hauptfritzbox an. So. Und ja, könnt ihr denn gleich sehen. Jetzt macht er. Meine Festplatte höre ich schon. Und das ist meine Hauptfestplatte. Ach, hier unten ist er. Ach so, Z ist, wenn. Ach, Z ist. Ich habe jetzt den NRS allgemein genommen. Der hat ja einen kleinen internen Speicher. Ach so. Das ist praktisch. Da komme ich. Nicht drauf, warum nicht? Hier komme ich jetzt direkt auf meine Festplatte. Ach so, okay. Ich hatte das nämlich hier oben so eingerichtet, dass ich nicht dann nochmal Samsung anklicken muss, dass ich direkt reinkomme. Okay, geht jetzt gerade nicht. Aber kann ja auch so. Seht ihr. Und
alles läuft flüssig. Man sieht, wie viel Gigabyte oder Megabyte oder was ist, was man frei hat. Es läuft alles einwandfrei. Ich finde diese Methode definitiv schon mal schneller und besser als der alte NAS und definitiv besser als der neue NAS, wo man nicht mal mehrere Daten gleichzeitig kopieren kann. Es läuft, ich hab's jetzt ein bisschen getestet und so, also schon eine Weile getestet. Es läuft eigentlich ganz reibungslos ab. Ich habe keine großen, nennenswerten Probleme dran gefunden. Es läuft einfach super. Kann ich echt nicht meckern. Dann schließe ich das Tutorial für heute erstmal ab. Entschuldigung für meine Verhaspler, weil ich habe mir extra habe ich mir das ja auch hier aufgeschrieben. Stichpunktartig, was man eintippen, Windows-Taste und dass man das da eintippen muss. Und dass man, falls man, ja, Kennwort und Benutzer. Ach. Und dann habe ich vergessen, Mensch, hast die Fritzbox dafür ja extra neu resettet. Ich habe ja komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt, dass ich euch das an der Fritzbox zeigen kann, weil meine Hauptfritzbox ist ja schon dafür eingerichtet. Naja, tut mir jedenfalls leid, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem halbwegs mir folgen. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Ich versuche es schnellstmöglich zu beantworten. Bis dahin, euer Odin.